Hallo Freunde, willkommen in einem neuen Reaction-Video hier auf unserem YouTube-Kanal, auf der Musiklaber-Allianz. Wer hin und wieder auch mal dabei sein möchte, kann gerne auch mal bei Twitch vorbeigucken. Da machen wir sowas jetzt hin und wieder auch mal live auf twitch.tv/Musiklaber-Allianz. Und in diesem Video gucken wir uns mal das Musikvideo zu dem Song Time to Explode von der Band Valerian an. Sind ein bisschen Lokalmatadoren, kommen aus dem nördlichen Emsland und haben aber einen schicken Sound, wie ich finde. Von daher möchte ich euch das nicht vorenthalten. Let's go! Ich kenne den Song vorher, ich kenne das Video aber nicht. Von daher, mal gucken. Starke Qualität auf jeden Fall schon mal. So als Debütvideo. Klingt gut. Schönes Video in so einem Industrial-Style direkt gehalten. Finde ich schon wieder ganz spannend. Ist ein Klassiker, aber finde ich jetzt nicht schlecht. Also ich mache dieses Setting, dieses Hintergrund-Setting, finde ich eigentlich immer ganz, ganz spannend. Gerade wenn es so ein bisschen in Rock-Metal geht irgendwie. Also das geht immer. Das geht immer, aber das finde ich auch nicht langweilig. Das finde ich ist gut gewählt. Pyro, jawohl. Mehr Pyro in Song, in Musikvideos. Ich greife jetzt mal tatsächlich die Hintergrund Utensilien auf, denn der Song heißt ja Time to Explode. Finde es fantastisch, dass unter anderem auch hier zum Beispiel, hier kann man das ganz gut sehen, einfach so hier das, also im Hintergrund das Explosionszeichen drin ist. Ich hatte auch gerade so ein TNT-Fass noch gesehen. Finde ich cool, wie das im Hintergrund als thematisch dann auch konsequent auch mit durchgezogen wird. Hat was. Da hinten sieht man es. Stark! Das fand ich, als die Jungs den Song veröffentlicht haben, fand ich das schon geil, dass du genau auf Null oder dass du noch richtig so ein Knalleffekt, so ein Kasala-Effekt drin ist. So, für so einen Scheiß bin ich ja richtig zu haben. Und jetzt das visuell auch noch zu machen, perfekt. Sehr geil. Aber das war noch nicht alles, das TNT-Fass steht noch. Moment, ich muss mal eben kurz nochmal anhalten. Kann mir mal einer erzählen? Der Bass ist ja fantastisch. Habt ihr euch die Details mal angeguckt? Hier. Das ist ja hier Steampunk, nicht Gitarre, Bass, Entschuldigung, nicht Gitarre, Bassgitarre. Das ist ja einfach mal so eine Steampunk-Bassnummer. Wie geil ist das denn bitte?
hier mit so, mit so einem Kontrollanzeiger, sorry, wenn ich so nah dran komme, ich muss selber an den Bildschirm gucken, hier so eine Platine drauf, irgendwelche Rädchen und so ein Kram, das sah richtig geil. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Stark, geiles Teil. Ist ja nur geil. Also der Bassbauer wird mit Sicherheit Spaß gehabt haben. Mega cooler Ding. Starke Nummer. Gefällt mir gut. Also der Song Ursprung hat schon gut eingeschlagen. Das war der allererste Song, den die Jungs überhaupt veröffentlicht haben tatsächlich. Das Video dazu finde ich cool gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, und das mit diesen TNT-Fässern. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Dinger immer noch stehen am Ende des Videos. Eigentlich habe ich gedacht, so, weißt du, die knattern das komplette Fass-Ding da weg. Aber nein, Quatsch. Also finde ich cool gemacht, dass es so konsequent durchgezogen haben. Hat mir gut gefallen. Und bei den Jungs bin ich mal sehr, sehr neugierig, was wir da noch zu hören kriegen. Wie gesagt, der letzte, aktuellste Song ist jetzt gerade draußen. Gerade, ich glaube, 3-4 Tage alt. Wird, wie gesagt, noch kommenden Podcast-Thema werden. Da werde ich ein bisschen im Detail mal drauf eingehen. Und ja, ne? Von daher, wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Schaut euch gerne noch ein React-Video an oder auch ein VOD oder eine Podcast-Folge. Hört euch die an, wie ihr wollt. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.